Zu Beginn des 8. Jahrhunderts landet ein muslimisches Heer an der Südküste Spaniens. Nachdem fast die gesamte iberische Halbinsel erobert ist, rücken die Mauren weiter nach Norden vor. Bei der Stadt Tours in Frankreich kommt es 732 zu einer historischen Schlacht. Später wird es heißen, hier habe sich das Schicksal Europas entschieden. Denn niemand konnte den Vormarsch der Muslime bislang stoppen. Seit Mohammed, der Prophet, im frühen 7. Jahrhundert den Islam begründete, die unbedingte Hingabe an Gott, befindet sich die neue Religion auf dem Vormarsch. Die heidnischen Heiligtümer in Mekka wurden zerstört. Künftig der radikale Ein-Gott-Glaube gepredigt. Der Islam findet viele Anhänger. Der Begriff des Dschihad, die Anstrengung auf dem Weg Gottes, fordert auch zur Verbreitung des Glaubens auf. Knapp 100 Jahre später erstrecken sich die reiche muslimische Herrscher von Indien bis nach Spanien. Droht nun der Vormarsch ins Zentrum Europas? Ein Bündnis christlicher Mächte will dies verhindern, unter der Führung des Franken Karl Martell. Er hat aus einem Heer von Handwerkern und Bauern eine schlagkräftige Armee geformt. Beide Seiten rufen ihren Gott um Beistand an. Doch geht es hier nicht um einen Krieg Glauben gegen Glauben, sondern die Abwehr eines Eroberungszuges. Durch taktisches Geschick gelingt es den fränkischen Truppen, das muslimische Heer zu bezwingen. Eine christliche Chronik zollt dem Gegner Respekt und überliefert, dass der Emir der Mauren das Ende eines aufrechten Kriegers fand. In der Brust getroffen starb Abd ar-Rahman. Der Sieg Karl Martells ebnet den Weg zum Aufstieg der Karolinger. Das Schlachtfeld bei Tours ist nicht der Symbolort eines Glaubenskrieges, zu dem ihn die Nachwelt stilisierte. Aber es steht für den Anfang vom Ende der muslimischen Expansion im Westen Europas.